an einem frühen Tag im Museum der Stadt Oederan. Die hier bewahrten alten Webstühle, die Scheren, die bunten Nadelkissen, das große Bügeleisen ruhen noch. Da geschieht etwas Geheimnisvolles. Genau zum Stundenschlag der Wanduhr. Oh, verfitzt, verflixt und verzwirnt. Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, unheimlich. Geheimnisvolle, geheimnisvolle Gegend hier. Hui. Hui, bin ich das? Ah, da oben ist ja mein Strippenzieher. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Klaus. Und ich halte alle deine Fäden fest in meinen Händen, damit du immer schön locker bleibst. Ah, da bin ich ja gespannt wie ein Zwirnsfaden. Ach du liebe Fitzfädelschnur, wer kommt denn da auf den Flur? Oh, da gehen ja auch noch die Lichter an. Oh, ein Glück. Ist sicherlich nur mal so vorbeigefädelt. Oh, bei meinen bunten Haarspitzen sehe ich nicht gut aus. Wer hat mich nur so hübsch gemacht? Jetzt klingelt auch noch mein Handy in meinem Händchen. Oh, eine Simsalabimse. Oh. Hallo, das war ich, deine Erfinderin, die Puppenbauerin Anne-Kathrin Heine. Ui. Übrigens, ich gab dir den Namen Wuschel. Alles Gute, mein lieber Freund. Deine Anne-Kathrin Heine. Oh, ist ja cool. Mein Name gefällt mir. Ey, Freunde hier. Nadelkissen, Webmaschinen, Spinnräder, Schneiderscheren und Ellen und Bügeleisen. Freut ihr euch mit mir? Mein Zuhause, das Museum, gefällt mir sehr. War spannend heute in unserer Stadt. Bald entdecken wir noch mehr. Was wir heute erleben konnten, ja, dies freute uns ganz sehr.